Bandai Namco Games. Bandai. Cyber Connect 2. In Dolby Kit Digital präsentiert. Now this world shall know pain. Hurt, oh, hurry! Ja, willkommen bei Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2. Mein zweites, ja, Let's Play, was ich nebenher bei Spider-Man mache. Ich drücke mal Start, bevor es hier losgeht. Ja, bevor das Video wieder losgeht. Ja, keinen Spielstand gefunden. Ja, weil ich extra ein Profil jetzt hier habe, bei dem ich keinen Spielstand habe. Yeah. Anlege einen anderen Spielstand erstellt. Danke. So, ja, Naruto Storm 1 hätte ich gerne angefangen, aber das kann ich leider nicht. Also, ich hab's nicht, weil ich keine PS3 besitze. Deswegen kann ich's auch nicht spielen. Deswegen fange ich mit dem 2 an. Und ich als großer Comic- und Manga-Fan bin sehr froh, dieses Spiel jetzt zu spielen. Ich bin so ein großer Naruto-Fan. Also, ja, also Naruto-Manga-Fan. Von Naruto selbst eigentlich nicht. Manche, die mich kennen, wissen, dass ich eigentlich ein Sasuke-Uchiha-Fan bin. Naja, dann starten wir mal das ultimatives Abenteuer, würde ich sagen, oder? Der Neunschwanz von Konoha wird vom Neunschwanzangriff der vierte Hokage. Ich war zu langsam. Naruto wurde angefangen. Bla bla bla. Ah ja, Academia, da kommt irgendwie die ganze Geschichte von Naruto und so. Der Anführer von Team 7 war Kakashi Sasuke und Sakura war mit Naruto im Team. Im Laufe der Zeit schärfte das Band zwischen Sasuke Frustration. Als die drei heranwuchsen, wurde Sasuke ungeduldig. Er fühlt sich nicht stark genug, um seinen Bruder Itachi zu besiegen. Ja, okay. Ich glaube, ich lese das jetzt nicht alles vor. Wir wollen ja anfangen. Now this world shall know pain. Almighty push. Isn't this
happening? What? Why? No. Oh, no. Naruto. Naruto. Come home. Hurry. Naruto. Hurry. Please. Naruto. So, you came. On a gust of wind did the young man come home once more. To the crisis looming over his hometown, he offers limitless strength. To the farewells of the distant past, he offers fresh hope. Now this takes me back. Yeah, it has. The village hasn't changed a bit. Nostalgic now? So, da sind wir. Ich habe vergessen, die Sprachen auf Japanisch zu stellen, weil ich sie eigentlich lieber auf Japanisch habe, wie auf Englisch. Aber ihr könnt es ja, keine Ahnung, die paar, die es anschauen, können mir ja mal sagen, ob sie es lieber auf Japanisch hätten. Und schreibt es in die Kommentare. So, Honestly, you're not a kid anymore, so quit bouncing around like that. Who cares? I mean, come on, it's been forever. Always rambunctious. Hey, so where are we going now? I figure the first place we should hit is Ichiraku, right? Is that you? Huh? What? Is that Sakura? When did you get back? I haven't seen you in ages. Yeah, I know, right? Wow! So you must have made it through your training all right then. Klar habe ich mein Training geschafft. Yeah, I've gotten way stronger, so I'll take any missions you've got. That irresponsible self-confidence of yours sure hasn't changed. All right, save the catching up for later. For now, we're gonna go see Tsunade. If we don't stop in for a proper hello, we're sure to get an earful later. Listen, Pervy Sage. Do you think I could go look around the village a little first? Hmm? It's been so long, the waiting is killing me! Sheesh, just do it later. Or at least that's what I should say, but you've never been away from the village for so long, have you? Hmm. It's all right, Master Jiraiya, I'll go with Naruto too. I'll make sure he gets to the mansion. Whoa!
Whoa! I just got back and now we're going on a date? In your dreams. Well, in that case, I'll go on ahead to the mansion. You two catch up after you're through wandering around the village, all right? You got it! Prologue. Homecoming of Naruto. Okay, why don't we head to the mansion and check out the vicinity on our way over? This is gonna be awesome! So, ja, eigentlich geht's los. Wir sind im Prolog. Die Heimkehr von Naruto. Also, das bedeutet der Anfang von Naruto Shippuden, wenn man den Manga und die Serie oder so anschaut. Karteninfo, Kartentypen und Umschalten. Es gibt drei Arten von Karten. Bei freier Bewegung ist rechts oben eine Karte mit der aktuellen Position zu sehen. Mit der Back-Taste wird das zu Regionalkarte umgeschaltet. Über das Startmenü ist eine Weltkarte zugänglich. Karteninfo, Minikarte. Auf der Minikarte kannst du sehen, wo auf der aktuellen Karte du dich gerade befindest. Sorry. Regionalkarte. Die Regionalkarte zeigt dir die übergeordneten Informationen, zum Beispiel welchen Läden und sonstigen Orte im aktuellen Gebiet bereitstehen. In der freien Bewegungen kannst du diese Karte mit der Back-Taste öffnen. Weltkarte. Wähle im Startmenü die Option Weltkarte, um dir die gesamte Welt des Modus Ultimatives Abenteuer anzusehen. Das Ausrufezeichen auf der Regionalkarte und der Weltkarte zeigt den Ort an des jeweiligsten nächsten Ereignis der Hauptgeschichte an. Wenn du mal nicht weiter weißt, öffne einer dieser Karten und informiere dich über dein Ziel. Mann, heute habe ich es nicht so mit dem Lesen. Schon vorhin bei der Aufnahme mit Spider-Man, glaube ich, habe ich was vorgelesen. Das war auch grausam. Naja. Speichern, Info-Fortschritt, speichern. Nach manchen Ereignissen in der Hauptgeschichte speichert das Spiel automatisch. Außerdem kannst du bei Speicherpunkten speichern, die in jedem Gebiet zu finden sind. Tutorials-Info. Wenn du Probleme hast, kannst du bereits gelesene Tutorial-Nachrichten erneut lesen, indem du im Startmenü die Option Tutorial wählst. Ja, wenn du vergisst, wie irgendwas funktioniert, ist es einfach im Tutorial nach. Konoha, Mann, ist das lange her. Ja. Schöner Naruto. Da, jemand zum Reden, oder? B. Sprechblasen-Symbol-Info. Was ist eine Sprechblase? Sprechblasensymbolen kennzeichnen im ultimativen Abenteuer Charaktere, die du ansprechen kannst. Das Symbol zeigt, welche Art von Ereignis ausgelöst wird, wenn du die Person ansprichst. Ein Ausrufezeichen mit gelber Sprechblase kennzeichnet Ereignisse von der Hauptgeschichte. Ja, keine Ahnung, eine blaue mit, was ist da drin? Eine Schriftrolle oder so? Eine lilale Schriftrolle weist du auf Auftragseignisse hin. Im Laufe des Spiels stößt du auch auf weitere Symbole. Wenn du also ein neues siehst, solltest du es unbedingt ausprobieren. Dich habe ich ja ewig lange nicht gesehen. Nicht mehr gesehen. Wir haben alle auf dich gewartet. Klar. Und er sagt immer wieder das Gleiche. Schön. Hallo, du da. Dass dich kein bisschen verändert, weißt du das? Ja, ich weiß. Hey, in unserem Dorf herrscht seit Jahren Frieden. Und es ist an uns, dafür zu sorgen, dass es auch so bleibt. Klar. Oh, hier kann man das Dorf verlassen. Sprechen.
Uff, die Sonne brennt heute ganz schön runter. Da komme ich sogar ins Schwitzen. Ja, schön. Was willst du? Keine Zeit für Spielchen. Ich habe gerade eine Mission beendet und bin total fertig. Okay, klar. Nette Leute. Was ist denn hier? Laden. Ein Laden. Laden, Laden. Ich habe gehört, in Tsunagakure gibt es einen neuen Süßwarenladen. Aber dir ist das Schnuppe, oder? Egal, ich werde mich sofort dahin. Nur muss ich erst eine Mission erledigen. Step right up. Guten Tag, wir führen viele leckere Produkte. Was? Amakuriyama. Süßigkeiten bei Amakuriyama. Süßigkeiten Bentos kannst du bei Amakuriyama kaufen und im Startmenü unter Items zur Benutzung auswählen. Indem du Bentos nutzt, kannst du deine Werte im nächsten Kampf aufbessern. Der Effekt eines Bentos verfliegt nach einem Kampf. Und wenn du ein zweites Bento isst, verschwinden die Effekte des ersten. Benutze sie sinnvoll und verschwende sie nicht. Hatte ich nie vor. Bestellliste. Eins, zwei, drei, nochmal. So. Items in der Bestellliste kannst du im Laden kaufen, wenn du doch Material ablieferst. Solche Items sind mächtiger als normale. Also solltest du viel Material sammeln und abliefern, damit du solche Produkte in höherer Anzahl erhältst. Ja, klar. Kaufen? Ich habe kein Geld. Shiraya hat wohl wieder mein ganzes Geld für sich verbraucht. Ja, vielen Dank für den nächsten. Viel Spaß. Nächsten Besuch. Irgendwas zu untersuchen. Schauplatz. Objekte. Interaktionen mit Objekten. Interaktive Objekte unterscheiden sich in der Farbe leicht von den übrigen Gebäuden und Hintergrundobjekten in der Umgebung. Einige reagieren auf bloße Berührung. Andere können durchsucht werden. Probiere es aus. Hatte ich vor. Den Sesam. Klar, da ist noch jemand zu. Noah Genin. Nach jedem Training habe ich Heißhunger auf Süßes, aber der Sensei stoppt mich immer. Ach, so ein böser Sensei, dieser. Süßes ist doch gut, nicht wahr? Er sagt, ich würde davon fett und das würde der Mission schaden. Geiler Sensei, okay. Du wirst fett, auf Süßigkeiten zu essen. Aber wenn ich nichts esse, bin ich ein nervliches Wrack und das schadet den Missionen. Ja, wohl noch mehr. Daher werde ich mich jetzt vollstoppen. Okay, eine süßigkeitssüchtige Ninja. So. Mann, das kommt mir nur als bekannt vor. Reden wir mit dir. Ich wusste gar nicht, dass die ja Schlümpfe kennen. So. Was für ein perfekter Tag. Ich könnte bei diesem Wetter ewig draußen herumlaufen. Ja, mach das ruhig. Sprechen. Oh, Entschuldigung. Ich war etwas in Gedanken. Wie geht's dir denn so? Mir geht's gut. Und dir? Ja, mir geht's auch gut. Okay, ich muss weiter. Okay, tschüss. 12, 13, 14. Hey, geh doch mal weg, ja? Ich zähle, wie viele Leute hier vorbeikommen. Ah, klar. Entschuldigung. Da ist noch... Ach komm schon, glotz doch nicht so. Ah, okay. Hallo Söhnchen, hast du heute schon was Gutes gegessen? Du musst jeden Tag gut und ausreichend essen, um gesund zu bleiben.